Morgen allerseits, oder für euch wahrscheinlich Mittag oder Nachmittag, willkommen zum neuen Video. Für mich ist es jetzt 7:45 Uhr, ich sitze bei mir im Hinterhof, Zeitumstellung. Ich hoffe, ihr habt so gut überstanden. Heute geht es als First Impressions um ein neues Messer, Design Arthur Brehm. Ja? Da ist mein Logo unter dem Jahreslogo, ihr kennt's. Das AB. Design ist weit über 30 Jahre alt. Ich meine, da war ich 18. Zu der Zeit hat keiner von Survival-Messern mehr geredet, außer er war Rambo-Fan. Gehen wir mal erstmal so ein bisschen ganz kurz auf die Details und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was drüber. Omega, Bayas-Messer. From Russia with Love. In Russland gebaut. Alright. Zuallererst, das Messer kommt in so einem ganz normalen Karton daher. Ja. Wir haben Tidex Leder Dengler Hybrid. Ordentlich verschraubt. Dengler ist abnehmbar. Ihr könnt es also hier auch durch den Gürtel schlaufen. Ja. Ihr könnt aber auch den Dengler Hybrid abnehmen und beigefügt ist auch eine ein Tech-Lock. Die Version, die ich jetzt hier habe, das ist einmal also alle kommen in D2 daher, auf 61 Rohrquell gehärtet. Und guckt euch mal diesen jecken Griff an. Das ist wie Explosionsmikata. Oder? Wow. Irre. Viele Schichten. Roter Liner. Picasso. Scanni. Mal ganz kurz ein Stück Holz nehmen. Rattenscharf. Ja, das Messer ist eine deutsche Firma mit russischen Wurzeln. Der Sergei ist ein absoluter Messerpassioné. So wie ich, so wie ihr. Deshalb musste man sich ja früher oder später mal finden. Wir haben hier ein wunderschönes Mikata, abnehmbar die Griffbeschalung. Ja. Hier haben wir Inbus, da haben wir einen ganz normalen, für eine ganz normale Schraubenzieher. Für Lanyards, aber auch als, ihr wisst schon, nicht Skullbreaker, sondern um zum Beispiel Holz zu zerfasern und so weiter. Grüne Liner. Auch hier steht D2 61 HRC. Klasse gemacht. Wirklich nicht toll in der Hand. Das ist immer so eine Sache, wenn man so ein Design abliefert und lässt es von jemandem bauen. Gerade in, nicht gerade in Russland, sondern wenn das bis nach Russland dann kommt, ob der das hundertprozentig umsetzt, hat der Messermacher gemacht. Das ist Semi-Custom, das heißt, jedes Messer ist handgemacht, natürlich mit Einsatz von Maschinen, aber da wird nicht finden, Material reingeworfen und vorne kommt ein Messer raus. Sondern da hat der Messermacher tatsächlich wirklich dran gearbeitet. Noch keine zweite Phase dran, das obliegt euch, ob ihr das möchtet, aber das Messer ist rattenscharf. Guten Groove hier, so dass man nicht abrutscht. Mäßig aggressives Jimping. Ja, wer das nicht mag, der braucht es ja nicht benutzen. Ja. Man kommt ja auch relativ nah an der Klinge, also man braucht keinen Vorgriff. Der wäre ja auch nicht gegeben, Gott sei Dank. Das hätte das Messer nicht schöner gemacht. Ja, also, wow. Ich bin beeindruckt, was
aus meinem Design geworden ist. Wir sehen hier mein Logo, also erstmal das Logo von Jasmesser, dann unten das Logo von mir. Das ist meine tägliche Unterschrift, das heißt, wer das Messer kauft, der kriegt meine tägliche Unterschrift. 90 Grad für einen Feuerstahl geeignet. Tipp top. Wie ich sagte, Kydex, habt ihr es gehört? Kydex Lederdengler Hybrid. Hm. Sieht ja fast aus wie eins meiner Armbänder, ha? Sehr gut. Auch handgemacht. Ihr könnt es etwas länger haben, wenn ihr das wollt. Ja, so dass also das Messer noch tiefer ist oder hängt. Oder ihr nehmt es sehr kurz. Sehr schön. Der Techlock, ja, mit einer Schraube verbunden, zack und zu. Dann geht er nicht mehr auf. Ihr habt ja eh noch Schrauben hier, dann könnt ihr also das Messer, ihr könnt es auch hochkant tragen oder quer, ja? Also Scout-Style, finde ich auch sehr cool. Wenn man vorne links am Gürtel, wenn ihr Rechtshänder seid, oder links, rechts, wenn ihr Linkshänder seid. Aber das mit dem Dengler ist mir persönlich am liebsten. Oh, ich bin beeindruckt, was der da gemacht hat aus dem Messer. Wahnsinn, aus meinem Design. Irre. Omega heißt das Messer, weil es war damals konzipiert als Survival-Messer, weniger als Bushcraft-Messer, weil zu der Zeit wusste noch keiner von diesem Begriff. Ich glaube, damals war ich so um die 18 Jahre alt. Und mit Bushcraft hätte eh keiner was anfangen können. Es gab keinen Begriff für Bushcraft oder sowas. Aber ich hätte mir immer so ein Messer gewünscht, denn das gab es die halt nicht. Es gab halt die typischen 0815 Messer. Ihr wisst schon, welche Firmen ich meine. Und gerade in Zeiten von YouTube, Facebook und so weiter finden sich Firmen zueinander, die halt sich weiterentwickeln, Ideen weiterentwickeln. Und das ist das Schöne am Internet. Es geht immer weiter. Ob ihr wollt oder nicht. Es muss ja weitergehen. So. Kleiner, schneller Überblick über das Jas Omega. Omega, der letzte Ausweg. Nicht fürs Blatt, aber ein cooles Messer. Meine Güte. Design? Arthur Brehm. Sagt Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, ihr habt die Zeitumstellung gut überstanden. Link zum Shop bei Jas ist in der Videobeschreibung. Genießt euren Sonntag und tschüss Mariot, schwenkt der Hut, tschüss ab und schwenkt die Kappe.